Zugegeben, meine Anfahrt ist nicht besonders weit. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind, endlich einmal eine Nacht hier zu stehen. Am Strand Pauli, an der Elbe, mitten in Hamburg. Oft ist dieser Stellplatz überfüllt und ich möchte heute natürlich in der ersten Reihe stehen. Und eigentlich ist es nur ein Parkplatz, der zudem noch teuer bezahlt werden muss. Gegenwärtig ist die Belegung eher übersichtlich, aber das wird sich in den nächsten Wochen ändern, wenn alle wieder unterwegs sind. Ich stehe wirklich direkt an der Elbe und der Blick aufs Wasser und hinüber zur Werft von Blom und Voss ist ungetrübt. Ein kleines Stück weiter die Landungsbrücken. Normalerweise Hauptanziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Heute geht es hier eher gemütlich zu. In der Ferne die Museumsschiffe sowie die alles überragende Elbphilharmonie. Die Abendsonne hüllt den Turm des Michel in ein warmes Licht. In den alten Elbtunnel kann man zu Fuß hinabsteigen. Er wurde anfangs des 20. Jahrhunderts gebaut, damit die Werftarbeiter ihre Arbeitsplätze auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe erreichen konnten. Ich nehme heute den Lift. Die Wände des Tunnels werden zurzeit grundlegend restauriert und die maritimen historischen Motivkacheln von einem Spezialisten aufwendig nachgefertigt. Hier im Tunnel trägt man Maske und in der Tunnelmitte befinde ich mich 21 Meter unterhalb des mittleren Hochwassers. Ich finde ja, dass der Blick von hier drüben der schönste ist. Und dann wird es langsam Abend auf St. Pauli und es verbreitet sich eine besonders stimmungsvolle Atmosphäre. Bei Blom und Voss wird hingegen noch weitergearbeitet und das soll heute Abend auch noch eine Weile andauern. Dann gehen langsam die Lichter an und der Mond ist heute so riesig, als wolle er mit der Sonne konkurrieren. Und drüben im Schwimmdock auf dem Kreuzfahrtschiff Hamburg sieht es fast so aus, als würde auf der oberen Etage eine Party gefeiert werden. Am nächsten Morgen gegen 5 Uhr schaue ich kurz aus dem Fenster. Es war kalt heute Nacht und der Mond hat seine Position gewechselt. Einige Zeit später scheint die Sonne auf den Stellplatz und St. Pauli sowie die Elbe erwachen zum Leben. Es war schon eine besondere Nacht auf diesem Stellplatz. Und wenn nebenan der Altonaer Fischmarkt stattfindet, dann geht es hier nicht ganz so ruhig zu. Man muss das hier unten schon mögen. St. Pauli ist anders und nicht unbedingt schick. Zum Beispiel mit den Hafenstraßenhäusern nebenan, die in den 80er Jahren heiß umkämpft waren. Aber St. Pauli hat Charakter und verbreitet immer eine außergewöhnliche Atmosphäre. Und vom Hafen bin sogar ich als Hamburger immer wieder fasziniert. Er bietet unglaublich viele Facetten und es gibt eigentlich immer etwas Neues und Spannendes zu sehen. Probiert es aus!